Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen und freue mich, hier ein wenig dessen vorzustellen, woran ich gerade auf der Ebene der IT und auch theoretischen Informatik arbeite. Ich habe jetzt mit Kollegen aus Südafrika gerade zu diesem Thema näheren Kontakt und es kann gut sein, dass Sie mich für ein Jahr jetzt nach Südafrika holen noch. Im Bereich der theoretischen Informatik. Es ist also immer so ein Grenzgängertum zwischen den Welten. In der Kerntechnik, wo du es angesprochen hattest, habe ich gearbeitet über Visualisierungen von Ausbreitungsrechnungen, also von radioaktiven Wolken im Fall eines Störfalles, also Ausbruch von Radioaktivität und wie sich die Wolken verteilen in dem Bereich anhand von digitalen GIS-Systemen hauptsächlich. Worüber ich heute sprechen möchte, ist aber etwas, das ein wenig ein Kind von mir geworden ist, über die Frage von virtuellen Forschungsumgebungen in den historischen Wissenschaften. Und in einer Einführung möchte ich erst einmal etwas provokativ das traditionelle Arbeiten eines Historikers mit dem Computer vorstellen. Es fängt an mit der Fragestellung am Kopf, es wird formuliert in irgendeiner Suchmaschine, meinetwegen wird dann Wikipedia eingeblendet, man macht das schöne Copy-Paste, zieht es in lokale Systeme hinein. Wenn es hochkommt, werden Fachdatenbanken dazu genommen. Ganz wichtig sind Elemente wie Schmierpapier, dann möglicherweise noch die Nutzung kartografischer Systeme. Zentral am Ende das Besprechen beim Kaffee, das Formulieren im Kopf und dann das Schreiben in Word. Als ich das zum ersten Mal meinem Chef gezeigt hatte, hat er mich gefragt, ja und wo sind die Bücher? Dann musste ich ihm leider sagen, dass die dort keinen Platz mehr haben. Natürlich kommt das Ganze in unterschiedlichsten Bereichen und in unterschiedlichsten Reihenfolgen vor, wobei ich im Nachhinein sagen muss, dass der Bereich, das Besprechen beim Café, doch einer der wirklich zentralen Elemente für diesen Workflow eines Historikers am Computer ist. Das Ganze ist für mich etwas, was ich Computer-Aided History oder Computer-Aided Humanities nennen würde, aber nicht Digital Humanities. Deshalb die Frage, wie wir zu genuinen digitalen Geisteswissenschaften gelangen. Und hierzu müssen wir die Frage erstmal von Geisteswissenschaften generell stellen. Diese Frage wird meiner Meinung nach in der modernen Debatte, die stark von der Informationstechnologie geprägt ist, viel zu wenig angesprochen. Hierzu ein Zitat einer der Gründerväter der modernen Geisteswissenschaften, Wilhelm Dilthey, abgefasst 1910, über die Frage, was Geisteswissenschaften sind. Und hier am Ende ist zu lesen, als Gegenstand der Geisteswissenschaften entsteht das erkennt die Menschheit nur insofern, menschliche Zusammenhänge erlebt werden, sofern sie in Lebensäußerungen zum Ausdruck gelangen und insofern diese Ausdrücke auch verstanden werden. Das ist die Grundlage der Geisteswissenschaften im Gegensatz zu dem, was wir als Naturwissenschaften verstehen, im klassischen Sinne. Man könnte also als Definition für Geisteswissenschaften verstehen, alle systematischen Geisteswissenschaften des Geistes beruhen auf der Beziehung, die zwischen dem Erlebten, Verstandenen und Begriffenen bestehen und die es ausdrücken. Das muss unser Ziel sein. Was heißt das nun für eine genuin digitale Geisteswissenschaft? Das heißt, dass wir eine digitale Hermeneutik schaffen müssen. Und Hermeneutik bedeutet, das in Urteile und Begriffe adäquat fassen von Erlebten und Verstandenen. Das heißt, dass es nicht um irgendeine Art von realitätsgetreuen Nachbildungen geht, wie sie oft gerade im Bereich der Informationstechnologie über die neuen Darstellungsformen versucht wird. Es geht gerade nicht darum, wie ich in einem Aufsatz letztes Jahr schön darstellen konnte, eine virtuelle Zeitmaschine zu bauen oder den sogenannten Data-Driven Turn, also alles über Daten gesteuert
als geisteswissenschaftliche Methode anzusehen und es geht definitiv nicht um das Primat quantitativer Methoden über die Digital Humanities. Stattdessen geht es um die Frage eines Netzes von Argumentationssträngen im digitalen Medium und es geht um die Frage der vollständigen Abbildung eines Forschungsprozesses im digitalen Medium. Wie können wir nun diesen Schritt gehen? Zum einen brauchen wir die Verknüpfung unterschiedlichster Anwendungen, die genutzt werden, auf einer gemeinsamen webbasierten Oberfläche. Wir müssen versuchen, unsere Werkzeuge zu bündeln und kongruent zueinander zu machen. Dass wir wegkommen von dem Bereich, dass wir etwas mit Copy-Paste in einen Text oder schieben oder es gar auf ein Papier schreiben. Wir müssen schauen, dass wir die Forschungsschritte, die Arbeitsschritte dokumentieren und visualisieren, dass die Vorgehensweise im digitalen Medium nachvollziehbar wird und dass wir eben Argumentationsstränge in diesem Bereich aufbauen können. Und es geht darum, das Ganze kollaborativ zu gestalten. Und hier kommen wir nun zur Frage der digitalen Forschungsumgebungen, in denen das stattfinden soll. Hier eine Definition der Allianzinitiative eines Verbundes, in dem zentrale Forschungsinstitutionen, aber auch Geldgeber in Deutschland vereinigt sind, wo es heißt, eine virtuelle Forschungsumgebung sind Arbeitsplattformen, die eine kooperative Forschungstätigkeit durch mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit ohne Einschränkung ermöglichen. Inhaltlich unterstützen sie, und das ist jetzt zentral, den gesamten Forschungsprozess, während sie technologisch vor allem, und das würde ich jetzt in Einschränkungen sehen, auf Softwarediensten und Kommunikationsnetzwerken basieren. Was gibt es hier für bestehende Beispiele einer virtuellen Forschungsumgebung, wie ich sie verstehe? Gar keine. Stattdessen gibt es bestehende Ansätze und ich möchte hier ganz gewiss nichts gegen diese Ansätze sagen, aber mich doch in meinen Ausführungen abgrenzen. Hier ein Beispiel, in dem wir unterschiedlichste Dienste verbunden haben. Wir haben ein Forum, wir haben einen Blog, wir haben eine gewisse Dateiverteilung, wir haben eine Textgenerierung und eine Community. Das ist für mich keine virtuelle Forschungsumgebung. Einen Schritt weiter, und ich nenne wirklich nur gute Beispiele in diesem Bereich, findet sich hier. Hier wird wenigstens der Prozess des Forschens, angefangen vom Sammeln über die Analyse, über die Edition bis hin zur Publikation und zur Archivierung, versucht in einen Workflow zu führen. Aber dieser Workflow ist auch ganz klar zweckgerichtet, nämlich er läuft über Texte und er läuft über Annotationen, er läuft auch in einem gewissen thematischen Kontext und ist mir deshalb auch nicht frei genug. Was sind also virtuelle Forschungsumgebungen für mich in meiner Definition jetzt nicht? Es sind keine Kommunikationsplattformen, keine reinen Kommunikationsplattformen. Es sind auch keine Document-Management-Systeme mit Repositorien und auch keine Sammlungen von Tools, die nicht miteinander interagieren. Und sind ganz gewiss keine themenspezifischen Plattformen. Was habe ich nun für Anforderungen stattdessen an digitale Forschungsumgebungen? Sie müssen unabhängig sein von spezifischen Fragestellungen. Sie müssen eine Varianz von nutzbaren Werkzeugen beinhalten, um individuelle Nutzung jener Fragestellung zu gewährleisten. Sie müssen gemeinschaftliches, vernetztes Arbeiten beinhalten und gleichzeitig, trotz Kollaboration, einen rechtlichen Schutz der individuellen Forschung, also Private Property. Wie will ich jetzt diese Ansätze, die ich gebracht habe, umsetzen? Zum einen auf technischer Ebene über die Entwicklung und Integration von gekapselten Komponenten auf Basis anerkannter Standards und generischer Schnittstellen. Dazu brauchen wir dann eine Integrationsplattform als Middleware und diese GUI-basiert
soll dann die einzelnen Komponenten integrieren hin zu einer spezifischen Anwendung, ohne dass weitere Programmierkenntnisse für den Forschenden, der die Tools zusammenbringen möchte, bestehen muss. Auf der organisatorischen Seite brauchen wir hierfür, gerade wenn es kollaborativ ist, ein klares, stringentes Qualitätsmanagement. Wir brauchen, und das ist ein ganz zentraler Punkt, ein gutes Metadatenmanagement. Die Dokumentation und Präsentation der Argumentationsstränge muss gegeben sein und natürlich eine Nachhaltigkeit durch Langzeitarchivierung. Das war jetzt viel an Ideen, an Beiträgen. Jetzt aber zu einem ersten Fallbeispiel, ein reines Mockup, das so noch nicht besteht, wie ich mir das vorstellen kann. Am Fallbeispiel einer virtuellen Forschungsumgebung zur Provinz Germania Inferior in römischer Zeit. Wir haben ein Benutzermanagement, wir haben Projekte, wir können sehen, wer kollaborativ da ist und wir können bereits bestehende Projekte einsehen. Wir haben auf der einen Seite eine Werkzeugkiste mit unterschiedlichsten Tools, die hier, sieht man nur klein, mit Punkt, Punkt, Punkt zu sehen ist, als noch weitere, die hinzugefügt sind. Wir haben ein Logging-Verfahren, das meine Arbeitsschritte aufzeichnet und den anderen nachvollziehbar macht. Und ich kann jetzt einfach hier zum Beispiel ein Interface klicken, dann bekomme ich die Möglichkeit, eine URL oder ähnliches einzutragen und zu sagen, ich nehme das Ganze auf. Ich kann auch in diesem Bereich einfach sagen, ich will eine neue Datenbank erstellen. Dann bekomme ich eine Maske, in der ich meine Datenbank designen kann und praktisch die Ebenen modellieren. Jetzt habe ich eine Repräsentation, die kann ich ganz normal abfragen, wie ich auch alle anderen Datenbanken im Netz abfragen könnte. Gebe einen Fundort ein, bekomme meine Ergebnisse und kann mir diese Ergebnisse auch en Detail anzeigen. Also so, wie ich es auf der Seite auch könnte. Gleichzeitig kann ich jetzt aber auch sagen, ich möchte eine Karte hinzuziehen, die ich aus einem ganz anderen Bereich nehme. Ich sage also, ich nehme eine kartografische Repräsentation und beziehe sie darauf, dann übernimmt er mir die Fundorte, setzt sie zum Beispiel in Beziehung zu einer Ortsnamensdatenbank und verzeichnet sie mir hier automatisch auf der Karte. Wenn ich jetzt eine andere Karte hinzuziehe, aus einer ganz anderen Ressource, kann ich mir denselben Ort auf der Karte anzeigen lassen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte hieraus, meinetwegen aus dem Personennamen, eine Netzwerkanalyse machen und mir diese repräsentieren oder darstellen lassen. Die sind nun direkt miteinander verbunden, also alle in Beziehung zueinander. Wenn ich jetzt hier auf dieser Karte einen anderen Bereich heranziehe, ändert sich sowohl meine Repräsentation in diesem Bereich als auch meine Abfrage an die Datenbank und wird miteinander in Beziehung gesetzt. Und das Ganze kann ich natürlich auch noch in einem zeitlichen Rahmen navigieren. Wichtig dabei ist, dass ich das alles aufzeichne und mitlogge und so praktisch einen Strang an Abfragen bekomme, die ich mir darstellen kann. Und ich kann weitere Datenbanken hinzuziehen, entweder zu gleichen Themen oder auch zu verwandten oder auch ganz anderen Themen. Und ich kann so gelockte Projekte nutzen, indem ich auch diese mit heranziehe und deren Argumentationsstränge integriere in meine Argumentationsstränge. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ich einen ganz anderen Arbeitsbereich, nicht römische Religion oder auch nicht römische Epigraphik, sondern die Frage von Kasernen und Militär der frühen Neuzeit hinzuziehe. Da wird man am Anfang erstmal denken, was soll denn das? Hintergrund dafür wäre, dass die Forschenden im 19. Jahrhundert größtenteils Militärs waren. So wäre es nicht verwunderlich, dass meine Inschriftenverteilung durchaus im direkten Kontext steht zur Verteilung der Forschenden, also der Militärs, weil sie nur in ihrem Bereich geforscht haben. Damit fallen weite Bereiche möglicherweise der Zerstörung anheim an Inschriften, aber nicht, weil sie dort nicht existierten, sondern weil sie in der frühen Neuzeit einfach nicht gesammelt wurden. Solche Fragestellungen kann ich praktisch
aufbauen, indem ich unterschiedlichste andere Zeit- und Thematikstellungen hier verbinden kann. Was wären nun daraus Konsequenzen? Zum einen schaffe ich eine zeitliche und räumliche unbegrenzte Arbeitsplattform. Das heißt, ich kann moderne Forschungsansätze wie den Vergleich von Weltreligionen zwischeneinander aufbauen. Ich kann sagen, ich mache eine Argumentation und setze die jetzt plötzlich nach Asien und schaue, was passiert. Mit gleichen Daten oder mit ähnlichen Daten und vergleiche, ob sich hier ähnliche Argumentationsstränge ergeben oder nicht. Ich kann aber auch etwas machen, was ich die Histoire croisée nenne, also die Weitverknüpfung zwischen Elementen innerhalb von Weltreligionen. Also nicht gekapselt miteinander vergleichen, sondern wirklich schauen, welche Auswirkungen hat jetzt eine Analyse, eine Veränderung in einem Bereich der Welt auf den anderen Bereich der Welt. Ich kann aber auch das Gleiche machen im zeitlichen Kontext. Ich kann sagen, dass ich Antike gekapselt mit Moderne vergleiche und zum Beispiel soziologische Themen der Moderne mit antiken Daten füttere und schaue, was passiert. Oder in eine Longue Durée gehen, dass ich sage, ich vergleiche jetzt die Verteilung der Militärs von der Antike bis in die Neuzeit hinein und sehe hier einen logischen Strang. Es gibt eine hohe thematische Varianz, sowohl im historischen Bereich als auch interdisziplinär. Ich kann Soziologie hinzufügen, ich kann Religion hinzufügen, theologische Elemente, Archäologie, meinetwegen Kunstgeschichte, andere geschichtliche Themen. Und ich kann eben hier, und das ist das Zentrale, mit bestehenden Ressourcen arbeiten. Ich muss nicht immer alles neu erfinden. Und ich kann kollaborativ arbeiten. Das wäre eine der großen Herausforderungen in dem Ganzen. Und dadurch ergeben sich, einfach auch weil die Datenmengen größer werden, die Möglichkeit von explorativem Forschen, von spielerischem Forschen, dass ich sage, so jetzt ziehe ich mal etwas ganz anderes hinein und schaue, was passiert. Das ist ein Klick, den ich dann mache, mehr brauche ich dafür nicht. Das ist das Zentrale dran. Ich muss jetzt nicht anfangen und mir sämtliche Daten neu erheben, sondern ich kann benutzen, was ich habe und schauen, was passiert. Ich komme zur Frage von offenen Fragen, die sich hier für mich noch stellen. Die technologische Umsetzung ist noch in gewissen Bereichen im Anfang begriffen. Der Aufbau einer Forschungsumgebung ist etwas, wo wir schon stark dran sind. Hierbei stellt sich noch die Frage der Erstellung von eigenen Datenquellen im System, also wie kann ich Datenmodellierung und die Umsetzung der Datenmodellierung quasi auf dieser Oberfläche selber noch generieren. Es stellt sich die Frage der Manipulationsmöglichkeiten bestehender verteilter Daten, ohne dass ich sie in der Quellendatensammlung ändern kann. Sprich, ich muss, wenn ich Änderungen vornehmen will, weil ich ja analytisch arbeite und sage, die eine Lesung einer Inschrift stimmt nicht, ich nehme eine andere Lösung, diese separat repräsentieren und trotzdem in klaren Bezug setzen mit dem, was ich in meinen verteilten Daten besitze, ohne die verteilten Daten anzurühren. Die Dokumentation des wissenschaftlichen Arbeitsganges ist ein weiterer Punkt, an den wir angehen müssen, nämlich die Frage, kann ich eine Ontologie des hermeneutischen Prozesses aufbauen und wie sieht die Formalisierung dessen aus? Und eine weitere Frage, die ich für ganz zentral halte, nämlich die Auswirkungen der Modellierung oder der Fragestellung bei der Modellierung der Daten auf die gewonnenen Ergebnisse einer Analyse. Wenn ich eine Datenbank aufbaue, dann mache ich das immer unter einer Fragestellung. Ob ich sie jetzt definiere und benenne oder nicht, ist nicht gegeben. Aber wenn ich eine administrative Datenbank aufbaue, zum Beispiel für ein Museum, dann ist ganz klar die Fragestellung, wo sind meine Objekte und wie kann ich sie verwalten. Wenn ich nun religionshistorische Fragestellungen auf diese Datenbank setze und merke, ich bekomme keine Ergebnisse, dann liegt das möglicherweise an der Modellierung der Daten und nicht an den Daten oder an den Quellen. Diese Elemente müssen hier noch näher angeschaut werden und da ist ganz wichtig die Dokumentation sowohl der Fragestellung als auch der Umsetzung und des Datenmodells auf Ebene von Metadaten. Wie bereits gesagt, ich kenne noch keine bestehenden Systeme in diesem Bereich. Wir sind am Arbeiten, aber ich hoffe, ich konnte einige Zukunftsperspektiven und Ideen
vorstellen und kann nur sagen, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Dankeschön.